verstanden, aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Und damit herzlich willkommen heute auf Folge 58 nach 2 Wochen technischer Zwangspause. Auferstanden aus Ruinen. Das passt. Kennen Sie das noch? Wenn nicht, googeln Sie doch mal, welche neuen Materialien es zwischenzeitlich auf dschilepodcast.cl zum Download gibt. Und zwar speziell für das Klassenzimmer und die kommenden Prüfungen im deutschen Sprachdiplom 1 und 2. Darum geht es heute. Gut. Ein neues Intro gibt es auch und damit auch ganz herzlich willkommen. Bleiben Sie dran, ich freue mich. Was ist zwischenzeitlich hinzugekommen? Ich war also nicht ganz faul, zusätzlich zu den vielen kleinen Änderungen, die der Podcast gebraucht hat, um jetzt technisch weiterlaufen zu können, gibt es also konkretes Material zur Textproduktion. Wir stehen ja momentan circa 2 Wochen vor den schriftlichen Prüfungen im Sprachdiplom 1 und 2, das heißt Schreiben, Hören und Lesen. Und wir stehen circa 6 bis 13 Wochen vor den mündlichen Prüfungen, je nach Schule. Das heißt, es lohnte sich hier nochmal nachzulegen. Sie finden jetzt in einem aktuellen Titel einen Link zu Google Drive in einen öffentlich zugänglichen Ordner. Und da können Sie sehr, sehr viel Textproduktionen herunterladen, die sich alle am Muster der Modellsätze der ZFA auch orientieren zu den verschiedensten Themen. Lesen Sie gern auch mal den Blogpost zu der Episode. Wie gesagt, auf www.dschilepodcast.cl. Da gebe ich noch ein paar methodische Tipps und Tricks und schreibe auch noch was zu den einzelnen Textproduktionen und Modellsätzen, die ich da hinterlegt habe. Ein anderer interessanter Tipp ist sicherlich eine der letzten 4 oder 5 Publikationen. Ich habe also ein kleines Buch zusammengestellt mit, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, es sind 200 Sichtwörter, also Sichtwortkarten, was Sichtwörter sind. Dieses Buch können Sie auch auf der Internetseite herunterladen. Schauen Sie es mal an für den Kindergarten. Ich will jetzt nicht viel dazu erklären, aber das kann man also ausdrucken und kann ja vielleicht auch mal das eigene Material noch ergänzen oder sich überlegen, wann man diese ersten Basisverben reinbringt oder eventuell kann man das Set schon etwas früher einsetzen in einer kleineren Gruppe zum Spielen, als sie momentan mit dem Deutsch anfangen. Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Ich verweise hier einfach mal drauf. Auch ganz interessant ist, einer der letzten Posts, die kurz vor den Ferien hinzugekommen waren, und zwar geht es um eine Liste von Weiterbildungen, die ich empfehle, auf LinkedIn Learning. Dazu gibt es auch einen Post auf der Internetseite zum Podcast. Schauen Sie mal rein, wenn Sie das interessiert. Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe in den letzten Wochen also fast 80 oder 90 Kurse auf LinkedIn Learning angefangen, habe 70 davon mit Zertifikat zu Ende gemacht in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Also jetzt nicht nur Sachen, die jetzt pädagogische Arbeit betreffen, sondern auch im Bereich Business, im Bereich Statistik, im Bereich Online-Design, im Bereich Programmierung, ein für Podcasts. Also das Themenspektrum ist unheimlich breit, aber auch für Lehrer und für Dozenten und für Menschen, die mit Menschen arbeiten, geeignet. Suchen Sie mal den Post raus, wenn Sie wollen. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Ich kann aber gerne jetzt mal hier, während wir jetzt miteinander sprechen, hier mal reingucken. Der Post heißt Individuelle Weiterbildung, Ferien, Lektüre-Tipps. Und hier drin finden Sie also einen Button mit Lista de Cursos Recomendados oder Sie gehen über den anderen Blogpost rein, 40 más cursos eficaces para la formación individualizada in LinkedIn. Schauen Sie da mal rein, da habe ich Ihnen also die 40 besten Kurse in einem Dokument verlinkt und erkläre Ihnen auch, wie Sie kostenlos auf LinkedIn Learning zugreifen können. Richtig gehört, kostenlos. Ich habe also für diese 70 Kurse, die ich mit Zertifikat gemacht habe, keinen einzigen Euro bezahlt. Ich bin nicht so sehr stolz drauf, weil ich normalerweise zu den Leuten gehöre, die für Qualität gern auch bezahlen. Allerdings war das einfach jetzt einmal ein Selbstversuch und ich habe die einmonatige Testmitgliedschaft einfach mal angenommen. Und da ich jetzt durch die Arbeit einfach nicht weiter dazu komme, auf LinkedIn viel zu machen, habe ich sie halt auch wieder gekündigt. Gut, dann wird jetzt in 1-2 Tagen auch noch ein Artikel kommen über 2 Argumentationsstrategien und 2 darauf aufbauende Unterrichtshilfen, die man einsetzen kann,
beim Üben und Verbessern der schriftlichen Argumentation. Und zwar ganz speziell für schwache sowie leistungsstarke Schüler. Denn das ist ja unser großes Problem. Wir verlieren nicht erst seit Covid, aber jetzt natürlich momentan auch verstärkt sehr viel schwache Schüler aus den unterschiedlichsten Sekundärgründen, die ich jetzt hier nicht aufzählen will, um sie zu langweilen. Und wir können uns manchmal noch weniger auf die leistungsstarken Schüler mit viel Potenzial konzentrieren. Das heißt, wir brauchen besonders gute Strategien, die wir einsetzen können, sowohl in den leistungsheterogenen Gruppen, und wir müssen was in der Hand haben, was wir den starken, schnellen Lernern in die Hand drücken und erklären. Und wir müssen aber auch was zu liegen haben, wo wir mit den Schwachen weitermachen können. Gut, dazu kommt jetzt in den nächsten 2-3 Tagen also auch nochmal ein Blogpost auf www.dschilepodcast.cl. Gut, dann würde ich mich erstmal von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Sie werden wahrscheinlich den Podcast neu abonnieren müssen, denn diverse technische Hudeleien und technisches Hü-Hot, po aki, po aya, haben mich also dazu gezwungen, außer bei Apple, glaube ich, und außer bei Spotify, auf allen anderen Plattformen komplett neu anzufangen. Das soll aber nicht das Problem sein. Ist ein Nischen-Podcast, wird ein Nischen-Podcast bleiben. Es wird allerdings auch jetzt in Zukunft einiges kommen, nicht nur zum Thema Schule, auch zum Thema Literatur, zum Thema Kultur, zum Thema Musik. Ich finde doch immer wieder interessante Sachen und erlebe auch oft interessante Sachen, und vielleicht kommen ja auch mal ganz, ganz neue Sachen. Ich freue mich definitiv schon drauf. In diesem Sinne, Ihnen und Ihren Familien alles Gute, viel Gesundheit, und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao.